Herzlich willkommen zu weiteren Teilen von dem Kalypso-Tuch. Natürlich hätte ich euch jetzt gleich mal das Anfangsbild in die Kamera halten können, ne? So, wenn ihr dieses Video eingeschaltet habt, dann habt ihr auf jeden Fall schon Reihe 1 bis 6 gehäkelt. Wir machen weiter mit Reihe 7. Das ist eine freie Anleitung von Jasmin Örnoss, zu finden bei Ravelry. Und natürlich habe ich die Erlaubnis, das Video zu drehen. So, Reihe 7 bis 8. Hier oben, das kommt dann hier in diesem Bereich. Und zwar heißt das, dass für jede Luftmasche eine Masche übersprungen werden muss. Außer bei diesen zwei Luftmaschen, da wird keine übersprungen. Und die Masche vor dem Luftmaschenbogen und nach dem Luftmaschenbogen wird auch übersprungen. Aber alles der Reihe nach. Also, wie gesagt, wir sind jetzt bei Reihe 7 und ich häkel das wieder mit euch zusammen. Auf geht's. Das heißt, wir machen am Anfang wieder vier Luftmaschen, vier Steigeluftmaschen oder Wendeluftmaschen. Dann drehe ich das Ganze, damit ich auf der richtigen Seite bin. Zwei Stäbchen in dieselbe Masche. Dann kommen sechs Stäbchen auf die Stäbchen hier der Vorreihe. Zwei. Drei. Vier, sechs. Diese feste Masche müssen wir jetzt überspringen. Und dann geht es los mit Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche. Wie gesagt, bei der Luftmasche wird eine Masche übersprungen. Das ist so eine Art Filet-Häkeln. Also diese Technik wird auch bei den Filet-Häkeln angewandt. Also starten wir mit einem Stäbchen und zwar nach dieser Lücke. Eine Luftmasche, eine Masche überspringen, ein Stäbchen, Luftmasche, eine Masche überspringen, Stäbchen. So lange, bis ihr fünf Stäbchen habt. Luftmasche, Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kommen nämlich zwei Luftmaschen. 1, 2. Und direkt ein Stäbchen ohne Masche zu überspringen neben das andere Stäbchen. Und dann geht es weiter mit Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Masche überspringen, Stäbchen. Und wieder so, dass ihr hier wieder fünf Stäbchen habt. Überspringen, Stäbchen, Luftmasche. Und ein letztes Mal. So. Dann ist diesmal hier die feste Masche nach diesem Zwischenraum. Diese müssen wir wieder überspringen. Und dann kommen dann 10 Stäbchen bis zur Mittelmasche. Immer schön mitzählen, ob ihr auch die richtigen Maschenanzahl habt. Das ist bei diesem Tuch, muss man mitzählen. Es gibt andere Tücher, da muss man jetzt nicht unbedingt mitzählen. Aber ja, dafür ist es schön abwechslungsreich. Was ich sehr mag, das ist nicht so eintönig. Und es gibt ein wunderschönes Ergebnis. Vier, und ich spule jetzt ein Stückchen vor. So, und das letzte Stäbchen. Und, huh, da habe ich nicht richtig gestochen. Und in diesen Mittelraum kommen wieder drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen. Drei, dann die drei Luftmaschen, die drei Stäbchen direkt in die Mittelmasche, in diesen Zwischenraum.
Unsere Spülmaschine läuft. Ich hoffe, das hört man nicht so doll im Hintergrund. Ja. Auch bei uns muss die Spülmaschine laufen. Jetzt kommen wieder 10 Stäbchen. Bis. Im Prinzip sind das 10 Stäbchen bis vor. Bis zu dieser festen Masche hier. Man sieht die ganz gut. Und da spule ich wieder vor. So. Da haben wir die 10 Stäbchen. Und jetzt kommen wieder diese Stäbchen Luftmaschen. Diese Masche überspringen. Wir fangen direkt nach dem Zwischenraum mit einem Stäbchen an. Eine Luftmasche, eine überspringen, ein Stäbchen. Wieder bis ihr 5 Stäbchen habt. 3. 4. Jetzt kommen 2 Luftmaschen. Jetzt wird keine Masche übersprungen, es wird direkt daneben eingestochen. Eine Luftmasche, eine überspringen. Wieder bis ihr 5 Stäbchen habt. 5. Finde, so lässt sich das leichter abzählen. Und ein letztes Mal. Das letzte Stäbchen. Hier ist wieder die feste Masche nach diesem Zwischenraum. Diese wird wieder übersprungen und dann kommen dann 6 Stäbchen drauf. 1. Sechs. Und dann kommen in die vierte Wendeluftmasche wieder 2 Stäbchen und ein Doppelstäbchen. Zwei, ein Doppelstäbchen. Eins, drei. So, Reihe 7 ist zu Ende. Bei diesem Tuch muss man zum Schluss, muss man nicht, man kann. Es wird empfohlen, beziehungsweise empfehle ich, das Tuch zu spannen. Wie man das Tuch richtig spannt, hoffe ich, kann ich auch aufnehmen. Allerdings brauche ich da jemanden, der mir die Kamera hält. Und das muss dann, ja, jemand sein, wenn die Kinder nicht da sind, weil die Kinder können nicht mitfilmen und wenn die Kinder selber filmen, wird das erst recht nichts. Von daher muss ich mal gucken, ob das irgendwie klappt. Auf jeden Fall ist Reihe 7 jetzt zu Ende. Kommen wir zu Reihe 8. So, Reihe 8 ist ein wenig, also es sind andere Maschen. Und zwar machen wir da hauptsächlich Doppelstäbchen und Dreifachstäbchen. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Also die. Ja, wenn man sie einmal gemacht hat, kann man die auch immer wieder machen. Wie man die ganz genau macht, beziehungsweise Detailvideos zu diesen Stäbchenarten, schaut ihr mal bei Wupedia vorbei von der Julia auf YouTube. Die erklärt das auch ganz wunderbar. Vielleicht reicht euch das aber auch, wenn ich euch das hier so schnell mal zeige. So richtig ausführlich werde ich das hier nicht machen. Wir fangen an diesmal mit 5 Luftmaschen. Fünf. Und dann kommt diesmal ein Doppelstäbchen in dieselbe Masche. Doppelstäbchen gehen, wisst ihr ja nun schon. So. Und jetzt kommen 8 Doppelstäbchen auf die Stäbchen der Vorreihe. Zwei,
So, und das spule ich jetzt vor. Drei. So, jetzt haben wir die 8 Doppelstäbchen. Sind sie. Und jetzt geht es weiter mit Dreifachstäbchen und Luftmasche auf diese Zwischenräume. Also im Prinzip auf die Stäbchen kommen die Dreifachstäbchen und da, wo die Luftmasche ist, kommt die Luftmasche hin. Also Dreifachstäbchen, das ist ein einfaches, ein doppeltes und nochmal ist ein dreifaches. Also dreimal den Faden holen. Eins, zwei, drei und fertig. So, das ist ein Dreifachstäbchen. Eine Luftmasche, ein Faden holen ist normales Stäbchen, zweimal Faden holen ist Doppelstäbchen und dreimal Faden holen ist Dreifachstäbchen. Von diesen Dreifachstäbchen braucht ihr drei Stück. Zwei, drei. Dann eine Luftmasche, dann kommt ein Doppelstäbchen. Eine Luftmasche. Huch. Dann kommt ein einfaches Stäbchen. Dann kommen zwei Luftmaschen. Und so geht es jetzt auch wieder zurück. Ein einfaches Stäbchen. Eine Luftmasche. Ein Doppelstäbchen. Und drei Dreifachstäbchen. Luftmasche. Drei Umschläge. Masche. Eins, Ja, die Maschen von diesen Dreifachstäbchen können bei manchen etwas größer aussehen. Man kann versuchen, dann am Anfang das ein bisschen straffer zu ziehen hier oben. Bei mir klappt das mal gut, mal nicht so gut. Aber zum Schluss, wenn das Tuch fertig ist, fällt das gar nicht auf, dass da eine größere Masche ist oben. So, jetzt kommen 13 Doppelstäbchen bis zum Mittelpunkt. 1, 2, 3 und jetzt spule ich wieder vor. Bin ich bei dem Mittelpunkt angekommen. Und da kommen diesmal rein drei Doppelstäbchen, drei Luftmaschen, drei Doppelstäbchen. Nummer drei, drei Luftmaschen. Wieder drei Doppelstäbchen und dann wieder 13 Doppelstäbchen auf die Stäbchen der Vorrunde. Das werde ich jetzt auch überspringen, also vorspulen. So, ein Doppelstäbchen müssen wir noch. Dann sind es insgesamt 16, also die drei aus der Mittelmasche und die 13 auf den Stäbchen. So. Und dann geht es jetzt wieder weiter mit den Dreifachstäbchen und Luftmaschen. Ihr wieder drei Dreifachstäbchen. Also drei. Drei. Luftmasche. Dreifachstäbchen. Luftmasche. Und das letzte Dreifachstäbchen. Luftmasche, da kommt ein Doppelstäbchen.
Luftmasche, ein einfaches Stäbchen, zwei Luftmaschen und so geht es wieder zurück. Ein einfaches Stäbchen, Luftmasche, ein Doppelstäbchen, Luftmasche, ein Dreifachstäbchen. Luftmasche, noch ein Dreifachstäbchen. So, eine Luftmasche und das letzte Dreifachstäbchen. Und dann folgen 8 Doppelstäbchen. Und jetzt werde ich das wieder vorspulen. So, das letzte habe ich. Und jetzt kommt in diese vierte Wendeluftmasche ein Doppelstäbchen und ein Dreifachstäbchen. Und das Dreifachstäbchen. Reihe Nummer 8. Fertig. Ne, hier seht ihr, dieses Lochmuster kommt jetzt hier nicht wirklich raus. Wenn man das dann aber spannt, sieht es gleich ganz anders aus. So, weiter geht's mit Reihe 9. Reihe 9 ist relativ einfach. Und zwar in jede Masche ein Stäbchen. Außer am Anfang. In der Mitte und am Ende. Also wir fangen wieder an mit 4 Wendeluftmaschen. 1, 2, 3, 4. Dann kommen 2 Stäbchen in dieselbe Masche. 2. Und jetzt kommt in jede Masche auch um diese Luftmaschen rein, also um diese Luftmaschen hier drüben. Kommt ein Stäbchen, das bis zum Mittelpunkt. Das werde ich jetzt nicht komplett alles mit euch zusammen filmen, also das werde ich vorspulen, weil das ist jetzt wirklich, wie gesagt, wirklich relativ simpel. Ich zeige euch gleich nur noch mal, wie man das bei den Luftmaschenbögen macht oder wie ich das bei den Luftmaschenbögen mache. Aber es steht ja eigentlich ganz klar in der Anleitung um die Luftmaschenbögen drumherum. Sind wir gleich da. Da ist schon der erste Luftmaschenbogen. Das heißt, ich steche in diesen großen Zwischenraum hier ein und hole da den Faden durch. Zeige ich euch gleich nochmal. Ein bisschen Faden holen. So, bin ich wieder beim Luftmaschenraum. Umschlag und dann hier in diese große Lücke reinstechen und die Masche drumherum häkeln. So, das bis zum Mittelpunkt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Passt natürlich auf. Hier, wo die zwei Luftmaschen sind, dass da auch zwei Stäbchen reinkommen. Ne? Das ist hier dieser Zwischenraum, da wo die zwei Luftmaschen sind, müssen auch zwei Stäbchen rein. Und dann geht es ganz normal weiter. Also jede Masche bekommt ein Stäbchen sozusagen. Nun aber bis zum Mittelpunkt. Ich bin nun im
beim Zwischenraum angekommen. Und da kommen jetzt wieder rein drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen. Drei Luftmaschen. Jetzt kommen wieder drei, noch drei Stäbchen rein. Eins. Zwei. Und Stäbchen bis zum Reihenende. Denkt an diese zwei Luftmaschen hier in diesem Bogen. Da müssen auch zwei Stäbchen rein. Dann bis gleich. So, ich bin jetzt am Ende angekommen. Hier sind die zwei Stäbchen drin. Und jetzt zum Schluss machen wir zwei Stäbchen und ein Doppelstäbchen in die fünfte Wendeluftmasche. 1, 2, 3, 4, 5. Weil wir hatten ja in der Vorreihe diese doppelten Dreifachstäbchen. Ne? Und die fünfte, das ist die, in die man so schlecht reinkommt. Die ist immer die, in die man schlecht reinkommt. Auch ich. Wenn man darauf achtet, dass die vielleicht ein bisschen lockerer gehäkelt ist, aber manchmal. So, ich bin durch. Na, kommst du her? Eins. Wenn die erste Masche dann da drin ist, dann geht's auch. Zwei. Und ein Doppelstäbchen. Und schon ist Reihe 9 auch zu Ende. Und ich finde, dieses Tuch, das wächst unheimlich schnell. Ne? Also das wird unheimlich schnell größer. So. Reihe 9. Weiter geht's mit Reihe 10. Reihe 10. Laut meinem Handy haben wir dafür 8 Minuten Zeit. wir fangen an mit 4 Luftmaschen. Dann kommen 2 Stäbchen in dieselbe Masche. Dann kommen 3 Luftmaschen. 2, 3. 2 Maschen werden übersprungen. Und dann kommen 3 Stäbchen. 1, 2. In die dritte Masche kommen also dann ein Stäbchen. Die nächste Masche noch ein Stäbchen. Und in die nächste Masche noch ein Stäbchen. Es kommen 3 Luftmaschen. Es werden 3 Maschen übersprungen. Und dann kommen wieder 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Maschen übersprungen, so lange, bis wir beim Mittelpunkt sind. Ich mache noch ein paar, dann spule ich wieder vor. Ich habe jetzt die 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. In die vierte Masche kommt das erste Stäbchen. In die nächste Masche noch eins. Und in die nächste Masche noch. Luftmaschen, 2, 3. 3 Maschen überspringen. In die vierte kommt wieder das erste. Dann die nächste das zweite. Die nächste das dritte. Und so weiter bis zum Mittelpunkt. Da sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt die letzten 3 Stäbchen gehäkelt. Jetzt kommen wieder 3 Luftmaschen. 3 Maschen überspringen, 1, 2, 3 und ich bin im Mittelraum. Und da kommen jetzt rein 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Drei, 1, 2, 3 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen. 1, 2, 3. So, jetzt fangen wir an mit 3 Luftmaschen.
Eins, zwei, drei. Überspringen drei Stäbchen und machen dann wieder diese drei Stäbchen, drei Luftmaschen bis drei Maschen vor dem Ende der Reihe. Ich zeige euch das gleich. Ich musste gerade niesen, musste mal kurz Stopp machen. Eins, zwei, drei überspringen. Und die vierte Masche. Masche das erste Stäbchen. Und die nächste das zweite. Nächste das dritte. Und wieder drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und dann wieder drei Maschen überspringen. Eins, zwei, drei. In die vierte. Die nächste das zweite. Und in die nächste das dritte Stäbchen. So. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir nur noch drei Maschen übrig haben. Hierhin. Bis gleich. Ich vorhin gesagt, drei Maschen vor dem Ende der Reihe, zwei Maschen vor dem Ende der Reihe. Die habe ich gemacht. Da habe ich aufgehört mit den Stäbchen. Jetzt kommen nochmal drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Dann werden diese zwei Stäbchen übersprungen. Und in die vierte, wenn eine Luftmasche kommen, zwei Stäbchen und ein Doppelstäbchen. Ein Stäbchen, zwei Stäbchen und ein Doppelstäbchen. Und damit hätten wir Reihe 10. So sieht das dann aus. Und jetzt machen wir Reihe 11. Wir machen noch Reihe 11 und Reihe 12. Ich habe überlegt, dass ich immer sechs Reihen in einem Teil, in einem Video mache. Alles andere wird zu lang. Ganz einfach. Also finde ich länger würde ich mir dann, glaube ich, auch kein Video angucken wollen selber. Und von daher stücke ich das jetzt so. Also gibt es insgesamt dann fünf Teile. Da es insgesamt 30 Reihen sind. Und wir machen jetzt noch Reihe 11 und Reihe 12. Reihe 11 fangen wir wieder an mit vier Luftmaschen. Einmal drehen. Zwei Luftmaschen in die, zwei Stäbchen in dieselbe Masche. Zwei. Das sind so Entspannungsreihen, ne? Also da so muss man jetzt nicht wirklich viel drüber nachdenken. Das sieht hier unten ja schon ein bisschen anders aus. Aber das finde ich sind so Entspannungsreihen bei dem Tuch. Dann machen wir drei Luftmaschen. Eins, drei. Überspringen zwei Stäbchen. Und dann kommen drei Luftmaschen, Quatsch, drei Stäbchen in diesen Zwischenraum. Und wie ihr seht, steche ich auch in diesen Zwischenraum ein und nicht in eine Masche. Drei. Dann kommen drei Luftmaschen. Drei Maschen werden übersprungen und da kommen wieder drei Stäbchen rein. Und das machen wir bis drei Stäbchen vor dem Mittelpunkt. Also sehen wir uns gleich. So. Da bin ich. Drei Maschen vor dem Mittelpunkt. Mache ich drei Stäbchen, drei Luftmaschen. Überspringe diese drei Maschen und mache drei Stäbchen in diesen Mittelpunkt. Drei. Drei Luftmaschen. Eins, drei. Und nochmal drei Stäbchen in den Mittelpunkt. Dann kommen drei Luftmaschen. Drei Maschen werden übersprungen. Und dann kommen wieder drei Stäbchen in diesen Luftmaschen-Zwischenraum.
Und das Ganze machen wir bis zwei Maschen vor dem Ende der Reihe. Und dann sehen wir uns gleich hier hinten. So, jetzt bin ich hier am Ende. Da sind die zwei Stäbchen. Jetzt mache ich noch drei Luftmaschen. Überspringe diese zwei Stäbchen und mache zwei Stäbchen und ein Doppelstäbchen in die vierte Windelluftmasche. Diesmal ist er hier ein bisschen größer. Reihe 11 hätten wir dann auch. Jetzt geht es weiter mit Reihe 12. Und ich sag euch, das wird auch nochmal eine entspannte Reihe, weil wir machen das gleich nämlich nochmal. So. Und zwar steht bei Reihe 12, wiederhole Reihe 11. Das heißt, wir machen vier Luftmaschen. Vier. Zwei Stäbchen in dieselbe Masche. Na, zwei. Und dann kommen drei Luftmaschen, überspringe zwei Stäbchen. In diesen Mittelraum drei Stäbchen, drei Luftmaschen, Maschen überspringen und wieder drei Stäbchen. Genauso wie diese Reihe. Wir treffen uns beim Mittelpunkt. Bis gleich. So, jetzt sind wir beim Mittelpunkt. Drei Maschen vor dem Mittelpunkt. Machen wir drei Luftmaschen. Überspringen diese drei Maschen und machen hier rein drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen. Eins, zwei. Drei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen. Drei Luftmaschen. Die Maschen überspringen. In den Zwischenraum drei Stäbchen. Drei. Und wieder drei Luftmaschen. Und das Ganze wieder bis zum Ende der Reihe. Bis zu diesen zwei Stäbchen. Also bis zu diesem Luftmaschenraum. Da sehen wir uns. So, ich habe jetzt den letzten Zwischenraum behäkelt. Jetzt mache ich drei Luftmaschen, überspringe diese zwei Maschen und mache hier in die vierte Wendeluftmasche zwei Stäbchen und ein Doppelstäbchen. Das war Reihe 12. Super, ne? Also, geht unheimlich schnell, diese Reihen jetzt. So. So. Ich finde, es hat auch schon ordentlich an Größe dazu bekommen. Ja, das war unsere Spülmaschine, die ist jetzt fertig. Ich habe gedacht, ich habe es geschafft eigentlich mit der Spülmaschine, aber gut. Das ist das. Upsala. Das ist das Bild in der Anleitung. Und wie ihr seht, ja gut, ich glaube, meins ist jetzt. Nee, meins ist nicht falsch rum. Aber es sieht genauso aus. Ne? Wir sehen uns wieder in Teil 3. Da starten wir dann mit. Das war der Bäcker.
In Teil 3 starten wir dann mit Reihe 13. Bis dahin hoffe ich, ihr habt viel Spaß beim Nachhäkeln. Wenn Fragen sind oder wie auch immer, Anregungen, Bemerkungen, Kritik, unten in die Kommentare. Ich freue mich über alles. Ja, auch ich freue mich über Kritik, weil nur wenn ich weiß, was ich ändern kann, kann ich es auch ändern. Und dann sage ich mal, bis dahin. Viel Spaß, macht's gut!